So, ich bin wieder zurück, der Service ist wieder online. Und wir haben gerade irgendwie haben wir das Herbrettfort verloren. Und ich möchte mal probieren. Oh, ich werde schon angegriffen. Passt ja nicht. Komm schon. Natürlich machst du wenig Schaden. Komm. Hauen wir ab. So. Der hat nämlich keine Chance gegen unsere Schnelligkeit. Jetzt können wir noch ein bisschen buffen. Diese, die wir im Laufen ansetzen können. So. Da keine Chance. Wenn wir erstmal angreifen. Dieser Alsenfeigling. Herb Ding. Verwilderter Löwe. So, ich komme. Sehr schön, sehr gut. Ich komme, ich greife an. Sehr schön, einen Treffer haben wir. Sehr schön. Gut, Job. Gut, Job. So, haben wir einen, haben wir wenigstens 11, 11 haben wir bekommen, 11. Wahnsinn. Yeah, wo sieht man das? Da, Königreich Punkt 11. Die ersten 11 haben wir bekommen und wir werden von zwei Trollen, Zyklopen angegriffen. So, hey, wir machen noch schon extrem viel Damage an Spiele. So. Good job. So. Jetzt. Hallo. So. Dankeschön. Jetzt hat er eine andere Rüstung. Oder was war das? Oder hat er die schon? Aber der hat auch einen Magnaniten-Ding. Cheater. Ich nenne die alle Cheater, die sich nur mit Magnanitenwaffen und Rüstungen machen. Weil das kann jeder kleine Feigling. Und der hat einen anderen, der hat wahrscheinlich einen Bogen, den er umgewandelt hat, also vom Aussehen her. Keine Ahnung, wahrscheinlich Drachenwaffe. Ist auch nicht so das wahre königliche Superteil. Auch eher gecheatet. Okay. Ich habe noch Pfeil Silla an. Wahrscheinlich habt ihr es gesehen. Dann ist mir momentan kurz auf den Desktop zurück. So, dem habe ich es gezeigt. Dem habe ich es richtig zurückgegeben. Wo ist denn der Smarty? Der ist gar nicht hier. Der sollte doch kommen. Also dieses Ding ist, Sprung ist schon geil. Also das nützt ungemein gut. Und ja, wir haben zwar 2 vs 1. Ah, da ist der Smarty. Wir haben zwar 2 vs 1, aber immerhin. Dring. 2 Ritter Herb. Okay. Okay. Zwei Ritter, ich weiß nicht. Er ist wahrscheinlich unmöglich, ja. Also er ist schon mal gut. Aber leider, ja. Die zwei blöden Chiller am Herbst sollten mal kommen. Sollen nur kommen, wir locken sie an. Wir haben keine Chance, wenn wir auf sie gehen.
Schaffen wir das denn zwei alle unmöglich? Wir haben so keine Chance natürlich. Stun sie, dann greife ich an. Nicht stunnen, bitte. Ah, immer diese Stuns, die nerven. Er greift nicht an. Ah, er kann gar nicht angreifen. Ah, diese Stuns. Diese Stuns! Die Stun die ganze Zeit! Oh mein Gott, die Noobs! Oh mein Gott, diese Noobs! Oh, die setzen nur Stuns an! Oh mein Gott, diese Stun-Pussys. Lass die sollen sie nerven. Jetzt haben sie einen Level 36 besiegt. Ein Level 36er. Stellt euch das vor, das ist ja wahnsinnig. Zwei Level 60er oder so können einen Level 36er besiegen. Das glaube ich ja nicht. Das ist ja wohl unnötig. Mal schauen, ob sie weiter Stun... Stun-Paladine habe ich ja noch nie gesehen. Wo ist er jetzt? Sind sie abgehauen? Hallo. Ja, kommt. Helfen. Wo? Zurück im Fort. Oh mein Gott. Die haben drei Stunden nacheinander eingesetzt. So, wir müssen auf die andere Seite. Gehen wir. Ah, hier ist der Standy. Smerty. Jo. Okay, der Nerox ist auch hier. Gut. Nerox Teufeli ist hier. Gut. Ich greife sie noch nicht an, ich bin zu schwach. Wow. Nein, nicht mich angreifen, ich bin der Schwache. Lol. So. Ich hab's überlebt und ich werde es weiter überleben. Ja, toll. Hey, Shady ist besiegt. Ich habe ein bisschen wenig HP. Mal kurz ausruhen. Ja, den schafft ihr. Nein! Schade. Okay, ich muss. Ah, da ist noch ein Beshi. Ah, oh, Mann, oh, das schaffen wir nicht. Ja, soll er abhauen. Greif doch... Hat der nicht Stunts oder so? Okay, den hatte der Wirbelwind. Schau, schaffen wir das nicht. Ja, ich werde sofort wieder angegriffen. Okay, wenigstens ist noch ein... Gut. Mehr Taktik, bitte. Ja, sorry. Ich hatte wenig Leben. Ah, meine... Ja, gut.
Ja, toll. Die Kram gehen sofort wieder auf mich. Ich kann die Namen niemals so angreifen. Komm zurück. Ja, zurück. Ja, scheiß Baba. Der macht viel Damage. Ja, der steht nur hier. Ah, ne, das ist der gestunt. Der ist ja gestunt. Das sieht man fast nicht. Ha. Also, ich will mit Level 36 nicht tanken. Ja, ich werde wieder nur gestunt. Ah, Mann, das ist ein Ritter. Den schaffen wir so nicht. Den schaffen wir so nicht. Komm. Ah, nicht genug Mana. Gott, oh Gott. Ja, sie gehen immer nur auf mich. Sehr schön, sehr schön. Nein, ich habe wieder keinen Mana. Lieber ein bisschen Buff schützen lassen. So. Ach komm, ihr seid so nervig. Könnt nur nerven. Ach Mann. Sind die schlecht? Die haben alles Elite-Rüstung und sind aber so schlecht. Ach, immer dieses Gestanne. Ach, kommt schon, wie lange gehen die Stuns? So. So scheiß Stunner. Wir gehen nochmal weiter. Immer diese Stuns. Voll Unbalance. Ah, ich habe noch nie Distanz skillen können. Ich will Top suchen. Ja, hab's bald noch zwei Level. Sie gehen immer auf mich Distanz. Wow, machst du wenig Damage. Okay, ich mache auch so viel wenig Damage, aber er ist viel höher. Er ist unmöglich und macht fast kein Damage auf mich. Das ist ein Noob. Ein richtig gehender Noob. Der hat schlechte Waffen. Komm schon, komm schon. Jetzt. Yeah! Was? 1200 Schaden? Das war aber ich. Komm schon. Ah, oh, Mann. Nein, nicht Dehnungswelle. Ich trau mich nicht. Ah, immer diese Bogenschützen da oben. Wächter. Wir brauchen Beschi. Ja, so schaffen wir das natürlich nicht. Das fahren die. Ja, fahren die ist down. Mist. Das ist so eklig. Mist, 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 Mist. So. Ja, der haut wieder ab. Ach komm schon, kein Bash in der Nähe. Ja, du kannst halt nur leicht heilen.
Du kannst dich wenigstens heilen. Das wird schwer. Ja! Ah, der Ritter! Selbstmordritter! Tugts, bleib bei uns, please. So. So, jetzt haben wir noch Blutdurst an. So. So schaffen wir den nie. Der ist zu fett. Ah, der Stun hat nicht gegriffen. Ah, das nervt extrem. Der macht 0 Damage. Ah, Fahrender ist wieder gut. Der Fahrender macht Damage, ja. Der macht Damage. Ah, diese Stunts. Ich hasse Ritter so, die können nur Stun. So, ich mache am meisten Damage, das ist ganz klar. Jetzt geht er auf mich. Ah, oh, diese Stunts. So, komm schon. Noch ein bisschen. Komm, mehr Lebensenergie. Gummo. Ah, oh, die anderen kommen wieder. Nein, ich bin gestorben. Immer auf die Schwachen. Das können die Feiglinge ja am besten. Ich löll. So, also das nächste Mal geht's weiter, wenn wir ein bisschen höher sind. Ja, sehe ich auch so. So, wow, ohne Weh ein bisschen laufen tut auch gut, aber jetzt ist es leider vorüber. Ach komm schon, back nicht herum, Regnum. Ja, wir leben hier ein bisschen, eventuell werden wir zwar angegriffen, aber egal. Phantommagier mal zuerst angreifen, die geben noch recht gute Schätze. Geld vor allem. So, das ist ein Phantom, Phantommagier. Wir haben einen matten Serenade-Stern, die geben 2, 9, ich weiß nicht wie viel Goldmünzen die geben, aber Gramm sind sie 500 schwer, 52 schwer. Und das bringt uns nichts. Das bringt uns nur Müll. Ja, Gramm halt. Gewicht. Aber wir sind schon richtig fett, also das ist schon geil. Wir müssen einfach eben höherlevelig werden. So, zum nächsten Phantommagier, sehr gut. Der muss dann was droppen, komm schon. Das sind fischende Phantome, die bringen uns nichts. Die haben wir sehr schnell down, also das ist richtig geil. So eine spektrale Essenz. Ein Goldtaler. Bringt uns nichts. Ah, nicht den. Ich will nicht Sprung einsetzen. Den muss ich noch irgendwie ein bisschen anders platzieren. Die machen halt Damage, aber das ist uns egal. Wir haben so viel Leben. Phantommagier, sehr schön.
Und pam. Schon wieder nicht gestanden. Irgendwie geht es dann gar nicht richtig. Pischen des Phantom. Ja, greifen wir halt mal so einen. Der macht fast so viel Damage wie das große Phantom. Phantom Magier. Ja, die Spieler spielen halt immer unfair, damit sie halt Erfolg haben, aber das ist mir scheißegal. Irgendwann werde ich dich so extrem was von ownen. Dann werde ich sehr groß und stark sein. Und ihr könnt mir dabei natürlich helfen. Ihr habt vielleicht mehr Zeit als ich während der Aufnahmen. Und könnt mir ein paar Items für mich farmen oder sonst irgendwas. Aber ihr könnt mich auch leicht unterstützen, indem ihr einen Daumen nach oben gebt und so weiter. Und ja, einfach die Videos schaut oder sonst irgendwas. Die Videos teilt sogar. Je nachdem, also es ist alles freiwillig natürlich. Ich will jetzt niemanden unter Druck setzen. Aber so leichte Sachen, die würden mir schon viel weiterhelfen. Oder kommentieren, was ihr gut findet, was ihr nicht so gut findet. Ich kann mich natürlich auch für gut, für schlechte Sachen weiterbilden lassen, also mehr Erfahrung sammeln oder das nächste Mal besser machen. Also nennt mir nur die schlechten Sachen. Und die guten Sachen natürlich. Ich will einfach noch normal sein, ich will Let's Play nicht zum Beruf machen, ich will nicht optische Details an der Einblendungen, Werbung will ich auch nicht machen. Ich will so bleiben, wie ich will. Also normal, neutral und auch mal menschlich bleiben. Also es gibt viele Let's Play, die sind nicht mehr so menschlich. Das möchte ich vermeiden. Also soll, wenn ich manchmal etwas esse oder trinke, es gehört einfach dazu, wir sind Let's Player und keine Kommentatoren. Wir müssen nicht hundertprozentige Qualität bieten. Wir können es auch bei 90% lassen. Und ja, eben, für Feedback sind wir immer da. Da dürft ihr immer machen. So. Und von Erfolg leben wir ja. Also keine Angst vor ein bisschen gönnen haben. Lieber ein bisschen mehr gönnen und dafür froher sein, bessere Qualität haben bei mir oder auch bei anderen, wenn ich sie supporte. Weil ich supporte sehr gerne, aber einfach so ein Hinschreiben, dass der Kanal super ist, das gilt unter Werbung. Da müsst ihr zuerst mir mal ein bisschen helfen, bevor ich euch helfe. Also auch mal online kommen, in-game oder sonst irgendwas. Ey, das ist sowas von praktisch, dieser Buff. Schade, dass er so langsam einsatzbar, also nicht immer einsatzbereit ist, aber das ist eigentlich nicht so schlimm. Und hier haben wir sehr viele Orc-Captains, sehr schön. Und wenn wir später noch Zaubergeschwindigkeit haben, dann können wir diese Buff ganz schnell einsetzen und sind dann immer bereit für alles. So. Aber leider finden wir nichts gut, nicht Gutes. Ich werde nachher sowieso wieder Reichsquests machen, die sind schneller. Da können wir schneller hochleveln. Aber wir müssen zwischendurch auch Items sammeln, dann machen wir jetzt hier ein bisschen Sachen. Oh, stumpfer Schatten plus 7. Hallo? Haut doch nicht ab. So. Amulett der Ausstrahlung Mana brauchen wir ja nicht. Wäre nett, aber dann verlieren wir sehr viel Leben und Schutz gegen stumpfe Waffen. Ich glaube, das ist so, oder? Widerstand gegen stumpfer Schaden plus 5%.
So, ruhen wir uns noch mal kurz aus. Das nützt jetzt nichts, wieder zu buffen und wir haben nur wenig Lebensenergie. Gerade am Ticket holen. Für was ein Ticket? Eisenohrklage. Was macht er da? Und für was braucht er Ticket? Die Antworten weder und weder machen sie was. Sorry, aber Gamiga, kannst du noch viele Ticket schicken? Die machen null. So. So, Ork Captain. Phantommagier, sehr schön. Die machen ein bisschen mehr Schaden als die Ork Captains. Aber die können zweimal angreifen, die nur einmal. Und die Phantommagier wahrscheinlich auch nur einmal. So, dann darf ich nicht vergessen, noch in die also in die Videobeschreibung zu stecken, dass wir ein bisschen Warzone-Schlachten gemacht haben. Dann seht ihr immer, wo die Warzone-Schlachten sind, in welchem Part. Also wenn ihr nicht so gerne Leveln zuschaut, dann könnt ihr auch ab und zu einfach bei den Warzone-Parts mitschauen. Das seht ihr ja, wenn ich es ganz am Anfang schreibe, direkt. Und ja, ich möchte euch natürlich da auch helfen und nicht zwingen, jeder Part zu schauen. Aber ich werde jeden Part so spannend wie möglich machen. Und ich weiß so langsam, was ihr mögt und was nicht, aber ich könnte immer noch ein bisschen Hilfe gebrauchen. Ich bin halt anders, ich ticke ein bisschen anders als ihr. Ich schaue eigentlich jedes Let's Play gerne, das halt von guten YouTubern ist und nicht so scheiße YouTubern wie ungekackt. Nein, nein. Ich mag ihn irgendwie schon, aber er wird halt irgendwie schlechter und das mag ich daran nicht so. Weil er natürlich sehr stinkig ist, also der ungekackt ist wirklich ein bisschen zu Mainstream, macht eigentlich nur noch PvP und dieses Varo-Projekt ist ja mal wirklich das Schlechteste, was er schon mal gebracht hat. Aber ich bin dran, ich schaue ihn und like ihn auch, also ich werde nie denk, ich im Allgemeinen kann ich nicht, tue ich nicht so gerne haten, also ich bin einer, der eigentlich nie hatet, ab und zu mal Dislike gegeben, aber dann ist es wirklich ein schlechtes Video. Zum Beispiel bei mir beim Kanal, also am Anfang könnt ihr ja so empfohlene Videos darstellen lassen, dort werden mir immer Scheiß-Videos gepostet von irgendwelchen 0815 Videohersteller, die dislike ich manchmal, aber bei guten Let's Playern, da kann man einfach nicht disliken, sonst wäre es eben ein Hate und ich hate ja nicht. Ach, falsche Taste. So ist doch besser, wenn ich Sprung Ding. So, Sprung am Anfang, dass wir abhauen können, wenn wir mal angegriffen werden. So.
ich werde kurz Aufnahme unterbrechen, bis ich wieder vollgeheilt bin, sonst ist es vielleicht zu langweilig. Ja, wir haben schon recht viel Kraft und Verfassung, Wahnsinn. Und ja, der Angriff ist natürlich unter dem Wert, den wir wirklich machen. Wir können mal buffen, wird es angezeigt. Ja, ein bisschen. Okay, so machen wir schon 651 Schaden. Und so ist nicht besser, also das wird nicht irgendwie gebufft, obwohl wir hier 50, also 40 kumulativer Schaden machen. Also addierter Schaden. Ja, kumulativer. Geschicklichkeit haben wir auch schon recht viel. Dann kommt Konzentration und am Schluss Intelligenz. Wir sind dumme Menschen. Die Barbaren sind dumm. Nützt ihnen nicht so viel. Ja. Okay. So, schauen wir mal nach neuen Gegnern. Hier haben wir noch ein Phantom. So, hier haben wir noch rennen wir mal zu dem Captain hier. Schade, dass es nicht plus zu allen Fähigkeiten gibt. So ein Level 6 Sprung wäre richtig geil. Aber wieso heißt das Sprung? Man springt ja nicht. Zwar heißt es im Schweizerdeutsch springen auch rennen, aber nicht so. Wahrscheinlich vom Entwickler gemeint. Bei uns heißt springen Gumpen. Oder Gumpe. Und deshalb heißt springen bei uns rennen. Was ist denn ein Turmalin? Den habe ich ja noch nie gehört. Auch 250 Gramm. Ist aber wahrscheinlich weniger wert oder mehr wert. Keine Ahnung. Spektrale Essenz ist 1 Kilogramm schwer. Und alle. Also alle 4 ist 1 Kilogramm schwer. Goldteile ist sogar noch weniger. Die müssten mehr wiegen. Und ein bisschen seltener sein. So, aber leider muss ich bald wieder Aufnahmesession beenden, weil ich heute Abend noch mit dem Dingern zusammen aufnehmen. Skimper, genau. Oh, bis ich den Namen auswendig kenne und nicht immer vergesse. Geht noch einige Zeit. Weil ich ja bisschen vergesslich bei Namen bin. So ein Vergesslichkeitssyndrom habe. So. Und manchmal auch vertausche Sachen vertausche. Also habe ja im Miraco manchmal gesagt, obwohl er eigentlich Skrimba ist. Miraco jemand anders ist. Aber der hat die Ehre genannt zu werden, obwohl es ist nicht will. So, machen wir noch diese Gruppe hier. Und dann beende ich die Aufnahme bis heute Abend. Und schau mal, ob ich Livestream machen kann. Wenn ihr Livestream sehen wollt, also ihr werdet es sowieso sehen, aber wenn ihr liebend gerne Livestream sehen wollt, dann dürft ihr gerne unten in die Kommentare schreiben, ja, ich will, oder juhu, ja, super, geil, oder sonst irgendwas. Und ich werde meistens am Morgen und am Abend Livestream machen, am Morgen natürlich einfach zum Regnum Level und so, da wird es nicht so spannend sein. Und wahrscheinlich werdet ihr dann auch arbeiten oder Schule haben. Aber ich werde trotzdem Livestreamen am Morgen. Und dann nebenbei auch noch aufnehmen. Aber eben Regnum meistens am Abend. Da muss ich noch schauen, ob ich dann mehrmals aufnehmen kann oder einfach mehr Projekte mache. Ja, das reicht. Okay, dann sehen wir uns heute Abend wieder. Also für euch geht es ja weiter.
Vielleicht kommen die Videos meistens so 2-3 Stunden später oder auch mal einen Tag später, je nachdem wie viel ich aufnehme. Aber ihr seid so aktuell wie möglich, also schneller geht es leider momentan noch nicht. Aber sobald ich besseres Internet habe, geht es dann noch schneller. So, und weiteres, ja. Wenn ich irgendwas noch sagen soll, könnt ihr Sachen in die Kommentare schreiben. Und ja. Ja, dann nochmals Dankeschön für die vielen Aufrufe. Regnum ist schon richtig beliebt. Sehr schön. Und ja, macht weiter so und bis zum nächsten Mal. Tschüss.